Hallo und herzlich willkommen. Ich sehe, alle verbinden sich noch zum Audio. Hallo, Cat, so schön dich zu sehen. Hi. herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Lunch Talks. Das ist deine Mittagspause für ein erfolgreiches und ein erfülltes Leben. Ich freue mich total, dass ihr euch heute live mit dazu schaltet. Und vor allen Dingen freue ich mich, dass heute Katharina Wolf mit dabei ist. Hallo und herzlich willkommen, Katharina. Hi, toll, dass ich dabei sein darf, liebe Christine. Ja, ich freue mich so sehr, denn Katharina ist eine für mich sehr inspirierende Frau, die ich schon lange in meinem Format mit dabei haben wollte und mit der ich schon lange sprechen wollte. Und wir sprechen heute unter anderem über abwechslungsreiche Lebensläufe, People-Pleasing, von dem Gefühl, zu viel zu sein, ja, und wir treffen über mutige Entscheidungen. Und ich möchte euch erstmal, während sich hier noch alle einwählen, die Frage stellen: Was ist eine Entscheidung, eine mutige Entscheidung, die ihr getroffen habt? Schreibt uns das doch mal in den Chat, denn wir werden gleich über viele mutige Entscheidungen sprechen, die Katharina in ihrem Leben bereits getroffen hat. Du bist für mich, Katharina, so eine Person, die das extrem repräsentiert. Und ich dachte mir, wir fragen mal die Community, welche mutigen Entscheidungen sie schon ge bereits getroffen haben. Genau, Total, ist ja auch total unterschiedlich, was man als Mut definiert. Ich würde ganz vieles, was bei mir als Mut definiert wird, gar nicht bei mir als Mut definieren. Deswegen bin ich sehr gespannt. ja, das ist, ist auch schon wieder so ein interessanter Punkt, ne? Dass also diese unterschiedliche Betrachtungsweise von Mut und oft sehen wir auch den Mut vor allen Dingen in anderen, ne? Ja, so hier, ich habe schon im Chat trudeln die ersten gekündigt, ohne neuen Job in Aussicht zu haben, Sibylle. Janine schreibt, meine ursprüngliche Lieblings-AG verlassen. Aha. Christiane, zweites Mal die Ehe gewagt und gewonnen. Sehr gut. Cat ist nach der Uni ausgewandert, ja. Silke schreibt, mein Auch das ist Corporate. mutig, aus Das meiner ist. Perspektive. Ja, das stimmt. In Lateinamerika war das bei dir, ne? Ja, du nickst, genau. Silke schreibt, meinen Corporate-Führungsjob gekündigt, um mich selbstständig zu machen. Kennen wir. Regina während der Ausbildung zu kündigen und einen neuen Arbeitgeber zu gesucht, in Ausbildung zu beenden. Jenny schreibt, ich bin mit meiner psychischen Erkrankung an die Öffentlichkeit gegangen und kläre jetzt darüber auf. Das ist sehr mutig, ja. Laura schreibt, zweimal meinen Job verlassen, ohne etwas Neues zu haben. Einmal genau während Corona. Julia schreibt, in einer neuen Startup-Firma beruflich neu durchgestartet. Sehr cool. Mich für drei Kinder und Vollzeitjob entschieden zu haben, Lena. Das ist auch mutig. Sehr schön. Vielen Dank fürs Teilen. Jetzt haben wir schon so ein bisschen ein Gefühl für den Mut, der hier in der Community zusammenkommt. Und jetzt werfen wir mal den Blick auf dich, Katharina, und ein paar mutige Entscheidungen, die du getroffen hast. Zumindest, also so sieht es, ne, im Außen, wie gesagt, auf jeden Fall aus. Denn du warst Schlagersängerin, du warst in der Politik tätig, du hast Jura studiert, dann hast du eine sehr erfolgreiche Personalberatung aufgemacht und dann während der Corona-Zeit einer der meiner Lieblingsverlage, ja, mit einem meiner Lieblingsmagazine, dem Strive-Magazin, gegründet. Also du hast eigentlich nicht nur mal, also weißt du, bei anderen geht es so darum, ja, den Bereich zu wechseln, das ist eine Herausforderung. Du hast quasi ganze Karrieren mehrmals gewechselt. Nimm uns da bitte mal mit in deinen Kopf. Also, was hast du dir dabei gedacht, ja, und wie gehst du an solche Veränderungsprozesse ran? Super gerne. Ich mache das mal im Kurzformat, weil ansonsten, glaube ich, könnten wir allein damit wahrscheinlich die Stunde füllen. Also Jura, dazu habe ich mich entschieden, weil ich irgendwie, weil ich mit meinem Vater zusammen Schlager gesungen habe. Und der Intendant vom NDR irgendwann zu meinem Vater meinte, ach, ihre Tochter ist doch schlau, die muss doch irgendwie mehr machen als nur so ein bisschen rumgesinge, so ungefähr. So, und darüber kam irgendwann ein Gespräch und dachte ich, ja, das ist keine so ganz doofe Idee, so ein Studium macht ja auch irgendwie Sinn. Und irgendwie Jura, BWL war nicht meins. Ich war zwar immer ganz gut in Mathe, mochte es aber nicht so. Und deswegen dachte ich immer, naja, super, dann müsste doch Jura ganz gut passen. So, nach 3 Semestern stellte ich fest, Jura ist eigentlich nicht meins. Ich wüsste aber auch keine bessere Alternative und habe das Studium dann eben durchgezogen, also zumindest das erste Staatsexamen. Oder irgendwas in der Tasche zu haben, wusste aber ehrlicherweise ab Semester 3 oder so, dass das nicht mein Weg werden wird. Und habe deswegen als Werkstudentin, um einen Ausgleich zu haben zu etwas, was ich durchziehen muss, aber gar nicht mag, wollte ich mir etwas suchen, was ich mag und jederzeit abbrechen könnte, aber wo ich was Neues kennenlernen kann, wo ich wieder irgendwie mehr
mehr, nee, Brain Food ist gar nicht, Soul Food wahrscheinlich und Brain Food gemeinsam kriege. Und habe als Werkstudentin in einer Personalberatung angefangen. Und hab diesen Job irgendwie total lieben gelernt, weil ich, weil es eine Kombination war aus etwas, was ich ganz gut konnte und worin ich ganz gut war. Nee, nicht, also was ich gut konnte und was mir Spaß gemacht hat, so rum. Und die Kombi ist ja immer, wenn man die Kombi findet, etwas, was man gut kann und was einem Spaß bringt, das ist immer, das ist fast ein Sechser im Lotto. Und so kam es dazu, dass ich in der Personalberatung anfing, die aber in der Krise steckten, dann ein Jahr später, weil die auf die Finanzwirtschaft spezialisiert waren, und wir 2009 schreiben, Ende 2009 und die Finanzkrise über Deutschland hereinbrach, also über die USA noch mehr, aber auch in Deutschland. Und die sagten, ich würde so gerne, aber ich kann dich nicht einstellen. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann bin ich 6 Wochen in ein Angestelltenverhältnis gegangen bei einer großen Personalberatung, wo der Satz fiel, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir auch weiter so. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann super gerne, aber bitte nicht mit mir. Und habe mich selbstständig gemacht als Personalberaterin. Und deswegen erscheint mir das nicht so mutig, sondern eher so als folgerichtig, weil ich verschiedene Dinge ausprobiert habe und gesehen habe, das ist nicht mein Weg. Und dann gesagt habe, dann probiere ich mal den anderen. Ich habe auch nie so diesen Druck empfunden. Am Anfang einer Selbstständigkeit kriegt ja noch niemand mit, dass du selbstständig bist, dass du da was vorbereitest und so, ja. Ab dem Zeitpunkt, wo es rausgeht, entsteht bei mir eigentlich eher, wenn dann Druck, und ab da ist es mutig, also mit Strive irgendwann an den Markt zu gehen und zu sagen, hier ist das erste Heft und ab jetzt könnt ihr mich bewerten. Das ist, kommt ja einher damit, ne? Das war, fand ich, eher mutig, als eine Personalberatung, die ja noch ganz, also im Untergrund quasi stattgefunden hat, wo ich nur mit meinen Kundinnen und Kunden und KandidatInnen gesprochen habe. Deswegen fand ich das, glaube ich, nicht so mutig. Strive ist was, was mutig ist, weil es gegen jede Form von Trends geschwommen ist. Mir haben am Anfang zwei Sätze wurden mir gesagt in Verlagen. Ich habe mit verschiedenen Verlagen am Anfang natürlich gesprochen, warum die sowas nicht machen, warum es kein Wirtschaftsmagazin gibt, was sich explizit an Frauen wendet und gerne von Männern mitgelesen werden kann, wie ein Manager-Magazin sich explizit an Männer wendet, aber auch von Frauen gelesen werden kann. Ne? So, und die sagten alle, ja, also Katharina, mit Frauen in der Wirtschaft in Deutschland kannst du kein Geld verdienen. Also die zu geringe Einkommen, zu wenig zu sagen und so weiter. Ich schon so, puh, okay, alles klar. Ich glaube, da hat jemand ehrlicherweise eine Zielgruppe nicht verstanden. Und dann kam der Satz, naja, und dann, aber wie stellst du dir das vor? Dann machst du ein, zwei oder drei Hefte und dann hast du ja alle wichtigen Frauen in Deutschland gezeigt. Und was machst du dann? Uff. Und da, genau, dachte ich das zweite Mal, uff. Da hat jemand irgendwie nicht verstanden, glaube ich, was spannende Geschichten sind, was Frauen lesen wollen, sich mit der Zielgruppe überhaupt nicht beschäftigen. Da habe ich gesagt, gut, dann ne, Corona und so weiter, alle haben gesagt, Print ist tot, dann werden wir sehr wahrscheinlich in so einem Verlag sind wir das erste Magazin, das wieder eingestellt wird. Dann müssen wir das Ganze nicht nur als ein eigenes Magazin machen, sondern auch einen ganzen eigenen Verlag, was im Endeffekt einfach eine GmbH ist. Ja? Verlag klingt immer so, es ist nur ein anderer Name für für eine GmbH, die ein Content-Produkt herausgibt. So, und so kam das. Deswegen dagegen alle Trends zu schwimmen und da zu sagen, nein, ich glaube an mein Bauchgefühl. Ich glaube daran, naja, nicht nur, also an das bestätigte Bauchgefühl, denn natürlich habe ich auch ein bisschen getestet und so weiter. Ich glaube an dieses bestätigte Bauchgefühl, was ich da habe und glaube einfach, alle anderen liegen falsch. Das ist dann mutig. Da gestehe ich, was heißt, gestehe ich mir den Mut auch zu, da sehe ich das auch. Bei etwas, wo ich vorher sage, ich gehe damit ja nicht riesig raus, so klar kann ich da auf der Nase landen, aber da ist das Schlimmste, was ich verlieren kann, Zeit und damit Geld. In dem Moment, wo meine Reputation im Spiel ist, kann ich was ganz anderes verlieren. Deswegen würde ich sagen, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, richtig mutig und muss halt auch sagen, Schlager zu singen während der Schulzeit. Das ist auch was nicht vergnügungssteuerpflichtig ist, weil die Freundinnen und Freunde auf dem Schulhof, die einen sind einem wohlgesonnen, die finden das irgendwie ganz cool und so weiter. Alle anderen sehen auch, dass du, ich war ganz viel weg. Ich habe in meinem Abi-Jahrgang, ich glaube in der 11. oder 12. Klasse so viele Fehlstunden wie niemand anders, weil ich immer nach Köln gejettet bin, weil ich da ein regelmäßiges Engagement hatte. Die meisten Fehlstunden und trotzdem habe ich irgendwie noch ein ganz gutes Abi hingekriegt. Und das führt auch wieder zu Neid und so weiter. Deswegen, das war keine bewusste, mutige Entscheidung, aber das war im Nachgang, muss ich sagen, sehr mutig. Und Strive ist, glaube ich, eher eine bewusste, mutige Entscheidung gewesen. Super schön. Danke, dass du uns da so mit reinblicken lässt. Da auch gleich mal die Frage an dich zurück. Strive
hast du gegründet aus deinem Bauchgefühl heraus? Natürlich auch, also du bist ja da auch ein sehr, eine businessorientierte Frau. Du guckst und hast getestet und hast dir das auch ne, da Feedback eingesammelt. Aber trotzdem war das etwas, was du gemacht hast, in, so against all odds. Ja, alle großen Verlage und Co. haben dir gesagt, nee, lohnt sich nicht, rechnet sich nicht, das wird untergehen, du hast keine Chance. Ja, was geht da in dir drin vor? Woher hast du das vielleicht auch? Was denkst du dir dann, dass du sagst, nee, und trotzdem, ne? Also trotzdem mache ich das. Ich höre jetzt auf mich. Und wie schirmst du dich vielleicht da auch so ein bisschen ab? Also, ne, wie bist du angezogen, sage ich mal, im Sinne von so einem Mental Cover um dich angezogen. rum, ja, mental Ja. angezogen, ne? Dass du da nicht hängst und sagst, ja, okay, wenn die das alles sagen, ne? Also nimm uns mal mit in Katharinas Gedankenwelt. Also in den letzten 15 Jahren meiner Berufstätigkeit, also ich habe vor ungefähr 15 Jahren angefangen zu arbeiten, also ich habe mit 14 angefangen zu arbeiten, wenn man so will, wenn man die Schlagerzeit mitzählt, aber richtig als Unternehmerin habe ich vor 15 Jahren angefangen und jedes Jahr mich selber besser kennengelernt, aber auch Marktumfelder, wie Le ticken Leute und so weiter. Und ich glaube, meine größte Superpower ist, dass ich mittlerweile sage ich sogar, dass ich überempfindlich oder überempathisch bin. Das würde niemand bei mir denken, weil ich aus 98% der Dinge, die ich sehe, mache ich nichts, weil ich nicht immer was machen kann. Aber ich habe zum Beispiel so ein totales Rettersyndrom. Ich möchte immer, wenn irgendjemand ein Thema hat, möchte ich da reinspringen und so weiter. Das geht halt leider nicht, dann falle ich hinten selber über. Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich abgebogen bin. Aber also, wie kommen diese Entscheidungen zustande oder wieso denke ich nicht, dass der Markt recht hat? Ich habe so viel kennengelernt, dass Leute falsch liegen und das habe so häufig meinem eigenen Bauchgefühl manchmal nicht stattgegeben am Anfang oder nicht recht gegeben am Anfang meiner Karriere und habe im Laufe der Jahre immer wieder bewiesen bekommen, dass das richtig war. Und dass ich darauf hören hätte sollen. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu sagen, nee, das tut mir leid, das sehe ich nicht so, dann sollte ich jetzt das vielleicht mal versuchen. Und das ist ja am Ende sind wir ja auch wie Tiere, wie Kinder, keine Ahnung was, ne? Wir müssen Dinge manchmal, also immer wieder machen. Und irgendwann, nur weil man einmal den Gedankengang hat, irgendwie, ich kann das, heißt das nicht, dass ich es von der Theorie in die Praxis übersetzt bekomme. Und in diesen 15 Jahren hat sich eine echte Superpower rausgebildet, das ist das Thema Customer Centric. Das ist das, ich kann mich in Zielgruppen besser reinversetzen als andere. Ich kann Geschäftsmodelle, glaube ich, relativ gut verstehen. Also ich weiß, wie ein Verlag, wenn die mir beschreiben, wie die sowas aufbauen, dann kann ich denen sagen, warum das nicht funktionieren kann. Deswegen war ich auch als Beraterin sehr, sehr gut, weil ich A, immer die Coronis hatte, auch den ganzen gerade Alpha-Männern, mit denen ich hauptsächlich zusammengearbeitet habe, also die bekanntesten Gründer und gerade, wie gesagt, vor allen Dingen leider fast nur die männlichen Gründer habe ich alle beraten in Deutschland. Das ist alles ein Schlag Mensch, hätte ich fast gesagt. Ja, also fast jeder Inhaber, Inhaberin, wir müssen alle ein bisschen irre sein auf der einen Seite und so weiter. So, und da reinzugucken in Geschäftsmodell und Zielgruppe übereinander zu legen, das ist einfach eine Superpower, die ich wahnsinnig gut kann. Das habe ich im Laufe der letzten Jahre gelernt. Und da unterstelle ich, einige würden das bestimmt wahrscheinlich, weil ich eine Frau bin, wahrscheinlich Größenwahn nennen, aber da unterstelle ich mir, dass ich schneller und besser bin als zum Beispiel die ganzen Herren und Damen von Gründern, ja. Und das ist etwas, was mein Ego mittlerweile gut kann. Ich habe darüber habe ich sehr lange in einem Podcast auch gesprochen. Bin unter einem sehr narzisstischen Vater aufgewachsen. Und man muss als Kind, wenn man unter einem sehr narzisstischen Elternteil oder einem Elternteil, was suchtkrank ist oder was auch immer, auf jeden Fall sehr bei sich ist, entwickelt man, habe ich mir alles von Psychologen erklären lassen, deswegen bitte nicht auf mich schießen, falls es nicht stimmen sollte, aber es macht sehr viel Sinn für mich, muss man als Kind auch einen gewissen Anteil an Narzissmus entwickeln, weil wenn niemand auf dich achtet, musst du auf dich selber achten. Und ich hatte so Angst davor zu werden wie mein Vater, dass ich diesen narzisstischen Part, über den ich erst 2016 erfahren habe, dass der in mir steckt, dass ich das so einordnen konnte, den musste ich so doll erstmal wegpacken, um nicht das Gefühl zu haben, so zu werden wie er. Aber den musste ich auch ganz häufig rausholen, wenn es darum ging, zu sagen, nein, da bist du jetzt richtig, da brauchst du nicht, Imposter und Co. Ne, steckt auch in mir. Ich habe auch häufig das Gefühl von, wenn alle anderen das sagen, ja, aber warte mal, du hast doch gelernt das. Und deswegen sage ich, es hat 15 Jahre gedauert, Unternehmertum und sehr, sehr, sehr viele gute Coaches, Therapien und keine Ahnung was, um für mich klar zu machen, für mich, ich bin sehr, sehr streng auch mit mir selber in dem, was ich kann und was ich nicht kann.
Aber die Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie kann, da weiß ich auch, dass ich sie meistens besser kann als andere. Und das gestehe ich mir einfach zu. Da habe ich einfach wahrscheinlich eher eine Portion Größenwahn als Imposter, Gott sei Dank, mittlerweile in mir. Sehr schön, sehr schönes Bild. Und vor allen Dingen, was ich auch daraus raushöre, ist diese Okay. Klarheit. Diese Klarheit über deine Stärken, was du gut kannst, ja, was dich auszeichnet. Und auch, was ich total faszinierend finde, ist diesen narzisstischen Anteil, den wir alle in uns tragen, zu unterschiedlicher Ausprägung, dass du gelernt hast, das eben nicht zu labeln als etwas nur Negatives, sondern Nein. dass du den ganz bewusst nutzt und einsetzt und sagst, diesen Persönlichkeitsanteil, den nutze ich vielleicht nicht immer, ja, der hat nicht immer seinen Platz verdient oder auch nicht zu dem Ausmaß, wie das bei deinem Vater der Fall war, aber in gewissen Situationen und Räumen spiele ich fast schon damit oder da nehme ich mir das, Den was guten Part ich bekommen davon, habe, ja. nehme ich mir raus, ne? Ja. Ja. Ja, es ist, ich glaube, also zu mir hat irgendwann mal jemand gesagt, in dem Moment, wo du darüber reflektierst oder einsiehst oder selber dir das zulässt, dass du diesen Anteil in dir trägst, bist du keine Narzisstin. Und damit konnte ich dann irgendwann gut leben und auch arbeiten, weil ich gesagt habe, okay, dieser Anteil steckt in mir, das hat mein Organismus, mein Kopf gemacht, um zu überleben. Das ist ein sehr schlauer Gedanke. Überleg doch mal, wo du dieses Überlebensgehen dann vielleicht auch noch mehr einsetzen kannst. Liebe ich. Also so eine klare Ressourcenorientierung und dann auch etwas, was man im ersten Schritt eben als negativ labeln könnte oder das will ich nicht, ich will diesen Anteil verdrängen, ne? Nicht, dass er nicht Teil von mir ist. Gerade auch wenn das eine Historie ist mit den eigenen Eltern, da spielen ja sowieso nochmal ganz andere Dynamiken mit rein, zu sagen, auch das nutze ich als Ressource, die ich mitbekommen habe. Und es gibt ja auch so eine Übung von, ich habe meine Coaching-Ausbildung bei Tony Robbins gemacht. Viele von euch kennen ihn bestimmt, ist ein sehr, Klar. ne, sehr famous amerikanischer Coach und Unternehmer. Und der ist auch unter sehr schlimmen Verhältnissen aufgewachsen und hat dann aber irgendwann Frieden mit seiner Mutter geschlossen, indem er all die Sachen, die vielleicht auch erstmal nicht so toll waren, aber daraus hat er dann seine eigenen Stärken abgeleitet, ne? Er wäre nie der Mann geworden, der so viele Menschen, sich um so viele Menschen sorgt, so viele Menschen inspiriert, wenn er nicht dieses Upbringing gehabt hätte. Und das nehme ich auch gerade bei dir wahr. Einfach das, was du gegeben mitbekommen hast, ne? So für dich zu nutzen. Das finde ich jetzt super inspirierend. Ja. Ja, und das, ich glaube, witzigerweise, wahrscheinlich, wenn ich gerade so drüber nachdenke, ist das wahrscheinlich das Mutigste, was ich je gemacht habe, nämlich darüber zu sprechen. Weil natürlich mache ich mich damit total angreifbar. Ja, jetzt jeder in meinem Umfeld kann jetzt sagen, naja, gut, also wenn ich auch nochmal, ich habe schlechte Tage und also die negativen Anteile in mir, ob das jetzt narzisstische Anteile sind, also mal vollkommen rausgenommen, ja, weil die Negativanteile in mir, ich bin auch nicht immer cool. Ich bin auch mal daneben, ja, so. Und das ist natürlich ganz leicht, jemanden dann ganz schnell in eine Ecke zu stellen, wenn du so eine Angriffsfläche bietest. Deswegen sage ich immer, wer mich als, also ich hab irgendwann an Pfingsten machen wir immer so eine Mädelstruppe und haben die gesagt, kannst du jetzt mal aufhören zu erzählen, dass du Narzisstin bist? Du bist das exakte Gegenteil davon. Ja, ich gesagt, nee, Leute, mir ist das wichtig, ne? Weil ich glaube auch ganz viele nach diesem Podcast, den ich darüber gegeben habe, habe ganz viele gerade Frauen mir geschrieben. Du hast mein Leben verändert, weil du mir zum ersten Mal eine Perspektive auf meine Eltern, auf mich, auf unser Verhalten, keine Ahnung was gegeben hast, die für mich gerade life-changing ist. Und das ist das immer. Ich erzähle das nicht. Ich erzähle weder die Dinge, die ich gut kann oder wo drin was gut läuft oder so, erzähle ich nicht aus Selbstliebe oder weil ich da irgendwie Bestätigung brauche oder sonst irgendwas. Und genauso bei den negativen Dingen, ich will kein Mitleid oder ich will kein, ne, so, sondern ich erzähle solche Dinge immer, weil ich so gelernt habe. Weil ich bin Solo-Gründerin, Einzelkind und ne, so. Ich habe von anderen gelernt, von anderen Impulsgeberinnen und Impulsgebern, die aus sich, ich höre zum Beispiel bis heute lieben gern den Podcast von Lea und Verena, obwohl ich beide echt gut kenne, weil immer wieder ich Dinge mitnehme, wo ich denke, ah, schlau, ja, okay, und das auf mich übersetze. Und deswegen finde ich es immer so wichtig, darüber offen zu sprechen, weil jeder einzelne von euch vielleicht irgendwas daraus mitnimmt, was ihr Leben ein bisschen verändern kann. Und wenn es manchmal nur im ganz Kleinen ist. Ja, hast du auf jeden Fall heute schon geschafft, mit den Einblicken, die du uns gegeben hast, weil genau diese Message, schau mal hin, deine Vergangenheit, was hast du da noch für Anteile in dir, die du vielleicht im ersten Schritt, lieber verdrängen, möchtest oder wo du denkst, die passen gar nicht zu mir, ne? Also ich hatte eben auch dieses People-Pleasing und ich möchte, dass alle mich lieben. Und wenn ich dann manchmal ein Arschloch war, ja, also wenn ich dann manchmal einfach daneben war, irgendwas gesagt habe, wo ich jemanden anderen verletzt habe, ich konnte das
das nicht annehmen. Ich war so, nein, das war nicht meine Intention. Und solange das nicht meine Intention war, bin ich quasi nicht verantwortlich für das Resultat. Also so war meine Schlussfolgerung, weil ich mich so sehr davon schützen musste, dass ich auch mal, ne, daneben liegen kann, so, ne? Und sich mit diesen Anteilen zu beschäftigen, die zu integrieren und dann auch das Spiegelbild dessen, ne, zu erkennen. Natürlich bedeutet das, ich habe eine positive Intention, ich möchte niemanden verletzen, ne, ich achte auf andere. Gleichzeitig bin ich ein Mensch und das dann, ne, so wirst du irgendwie vollständig. Also so wirst du ganz. Wenn, und das, finde ich, hast du uns heute schon mitgegeben, auch diese Anteile zu betrachten und da mal genauer hinzugucken. Und eine Sache, die du, glaube ich, also sehr gut kannst und vielleicht auch durch deine Erfahrung, weil du das gerade erwähnt hast, in der Schulzeit schon als Schlagersängerin quasi, einige fanden es cool, andere dachten so, OMG. Wie grenzt du dich ab? Also wie hast du damals schon gelernt, dich abzugrenzen von Leuten, die dich bewerten? Weil auch heute, ich habe heute einen Post dazu gemacht, inspiriert von einem Post von dir. Ich bin zu meinungsstark, zu selbstbewusst, zu laut, zu energetisch. Ne? Du hast einfach viele Labels, die du schon von klein auf kennst. Das ist die Schlagersängerin, ne? Das ist die Tochter. Wie gehst du damit um, mit diesen Labels? Das habe ich ganz doll lernen müssen. Ich habe in der Schulzeit habe ich total drunter gelitten. Ich habe verschiedenste Situationen in meinem Leben erlebt. Also ich war lange in der Politik, also lange, 10 Jahre, aber 4 Jahre saß ich in der Bürgerschaft in Hamburg, also der Landtag in Hamburg. Und ich war irgendwann in der Mopo. Und jeder, der mich jetzt so ein bisschen einschätzen kann, weiß, wie weit das von mir weg ist. Wirklich als Headline die faulste Abgeordnete der Bürgerschaft. Das kommt alles aus den internen Reihen. Das ist halt, ne, Politik, Freund, Feind, Parteifreund, sagt man ja immer. Da habe ich ein Wochenende zu Hause gesessen und geheult. Weil, obwohl ich wusste, das ist nicht wahr, aber weil ich so unfair fand, weil ich eben ich habe ein ganz großes Fairness-Bedürfnis in mir, und das ging gegen jeden meiner Werte. Und damit habe ich total lernen müssen, umzugehen. Und das ehrlicherweise schaffe ich das jetzt immer und immer mehr, auch erst in den letzten Jahren, dass ich merke, je mehr ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, auch beruflich, desto mehr habe ich gemerkt, dass Leute sich eh eine Meinung über mich bilden, ob ich will oder nicht. Und als Jenny, Jenny Grassoff, die bei uns hier das tolle Weiterbildungsprogramm Becoming CEO leitet, hat bei uns angefangen und habe ich gesagt, Jenny, du wirst es wahrscheinlich erleben, dass Leute dich auf mich ansprechen und eine Meinung über mich haben, die mich gar nicht kennen. Sagt sie, ja Quatsch, meine Freunde sind nicht so bewertend und so. Ich glaube, nicht mal eine Woche später kam sie an und sagte, oh Gott, ey, wie lebst du damit? Weil ein Freund von ihr zu ihr gekommen ist und gesagt hat, ach, da bist du jetzt. Oh, war sie schon hysterisch? Abgesehen davon, dass es ein Wort ist, was weder zu mir passt, noch ein Mann jemals beschreiben würde, sagte sie so, hä, aber kennst du sie? Nö, wieso? Ja, woher hast du das denn? Ja, von denen und denen und denen. Ja, und kennen die die? Nö. Und das ist etwas, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert, hat man so schön gesagt. Mein Ruf ist, glaube ich, nicht ruiniert, aber viele denken über mich, packen mich in eine gewisse Schublade. Ich bin so untypisch für eine Frau. Wenn man über mich was Tolles sagen will, dann sagt man, die ist total besonders. Wenn man das negativ ausdrücken will, dann sagt man, die ist total anders als alles andere, was man so kennt. Und deswegen ecke ich so häufig an. Ich habe eine unfassbar klare Kommunikation, eine unfassbare Transparenz und Ehrlichkeit. Und das ist etwas, was bei Frauen normalerweise, und jetzt mache ich ganz viele Klischees, ja, aber Frauen packen normalerweise mehr in Watte. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ganz viele der Menschen gefühlt, und das kann ich verstehen, werden immer konfliktscheuer. Wir schreiben gerade an einem Artikel, der heißt, Ghosting ist das neue Nein. Anstatt zu sagen, habe ich kein Interesse dran oder keine Ahnung was, sage ich lieber gar nichts, weil ich nicht anecken will. Ich bin das Gegenteil. Ich springe quasi in jeden Konflikt rein, ja. Nicht in jeden Konflikt im Sinne von, weil ich Bock auf den Konflikt habe, das habe ich gelernt. Aber ich springe in Konflikte rein, weil es kein anderer tut, ganz häufig. Also in meinem gesamten Umfeld, ich habe immer wieder Begegnungen mit, sind das rechts außen, weiß ich nicht, aber mit mir, für mich deutlich zu rechts gearteten, politisch rechts gearteten Menschen. Und ich merke, ich bin immer die Einzige, die etwas sagt. Und das werde ich wahrscheinlich mein Lebtag bleiben, aber das kann und will ich nicht abstellen. Weil wenn ich als privilegierte weiße deutsche Frau in Deutschland, wenn es ist das N-Wort gefallen in meinem Bekanntenkreis, dann habe ich gesagt, pass auf, bei mir hast du entweder siehst du ein, dass das vollkommen absurd ist und entschuldigst dich dafür, oder wir beide sehen uns nie wieder. Und da bin ich halt richtig hardcore klar.
Und damit kommen sehr wenig Menschen klar. Und deswegen kann man sich an mir so schön reiben, ne? Und deswegen projizieren auch viele ihre eigenen Themen auf mich und so weiter. Deswegen, da lerne ich immer noch mit umzugehen. Wenn man mir, wenn man, und ich habe gelernt, Tonalität geht über Inhalt. Meine Tonalität ist häufig streng, kann auch mal genervt wirken. Wie gesagt, auch nicht, auch ich habe nicht jeden Tag einen guten Tag. Ihr merkt es ja auch, ne? Es ist sehr energetisch und so. Es wirkt immer wie Druck auf viele. Im Inhalt bin ich sehr klar und sehr immer nur auf der Sache und so weiter. Und man unterstellt, oder viele können mit mir nicht arbeiten, weil das für sie viel zu viel ist, weil das wie ein Angriff permanent wirkt und so. Das wissen die aber nicht. Beschreibt das immer alles vorher und gibt diese ganze Energie in Bewerbungsgespräche mit rein. Und so. Ganz viele kennen sich da selber gar nicht gut genug und dann bin ich am Ende schuld. Das kenne ich leider auch. Und deswegen sage ich, damit lerne ich immer noch umzugehen, die Themen der anderen bei sich zu lassen und zu gucken, was war mein Anteil daran und was kann ich beim nächsten Mal besser machen. Ja, du sprichst doch was total Wichtiges an, also diese Tonalität und Inhalt, ne? Du bist super klar auf der Sachebene, auf jeden Fall. Und gleichzeitig sind wir eben oft so sozialisiert worden, gerade von Frauen, das muss ich ja auch dazu sagen, ja. Also ich habe es selber in unserer Kommunikation schon gemerkt, wobei, wenn du mir einfach eine klare Ansage gibst, ja, löst es in mir etwas anderes aus, als wenn die Aussage von einem Mann, da denke ich mir, naja, klar, das ist einfach die Standardkommunikation. Bei einer Frau ist wirklich die innere Erwartungshaltung sowas wie, könntest du oder das wäre schön, wenn, und du sagst einfach, bam, this is it, ja, und das ist immer so, okay, ja. Also merke ich selber bei mir, wie ich da immer rumswitchen muss, ja, aber was sie gesagt hat, war ja völlig legitim, einfach nur straight raus, inhaltlich total gar nichts Ich bin dagegen, häufig ne? auch, by the way, sehr kurz angebunden. Das hat häufig damit Ja. was zu tun, dass ich schnell antworten will. Und dann häufig, also ich sage immer, bei mir darf man nicht böse sein, wenn man Verb fehlt. Oder nur ein Machen kommt oder irgendwas. Ne, so. Das ist nie böse gemeint, aber ganz viele können damit überhaupt nicht umgehen. Und ich, also du bist, weiß Gott, nicht die Einzige. Das erlebe ich halt immer und immer wieder. Und deswegen bin ich immer auf so einem Mittelgras zwischen, ich passe mich ein bisschen an und ein bisschen muss ich leider auch dann sagen, okay, muss ich wahrscheinlich mein Umfeld anpassen. Denn ich hatte einen Freund, der einen Monat hier ein Interimsprojekt zum Beispiel gemacht hat, und der sagte, krass, Katharina, ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben verstanden, was Frauen meinen, wenn sie sagen, Männer und Frauen werden unterschiedlich behandelt. Hätte ich genau die gleichen Dinge gesagt wie du in dem Unternehmen, bei mir hätte niemand, ich habe 10.000 Mal strengere, schlimmere, krassere Dinge gesagt als du, wurden ganz anders wahrgenommen. Ja, kann ich total nachvollziehen. Jetzt eben auch durch eigene Erfahrung. Ich finde das dann natürlich extrem erfrischend, weil das mir eine eigene Reflexionsfläche für meine Bias ergibt. Aber dafür musst du natürlich eine gewisse Offenheit dahingehend an den Tag legen. Und gleichzeitig sagst du aber ja auch, du hast in dir diesen People-Pleasing-Anteil. Sehr Was großen. macht denn der? Also was geht denn in dem ab, so über deinen Tag verteilt, wenn du ja eben gleichzeitig, du hast dieses so Radical Candor, ne, ganz klare Ansagen und in dir sehnst du dich aber, irgendein Anteil sehnt sich nach Harmonie. Also ich stelle mir da vor, dass die ganze Zeit clashen oder wie geht's dir damit? Ja, ich habe zwei sehr dolle Seiten in mir in der Tat, die häufig clashen. Ich glaube, das ist ein bisschen die Magie auch bei mir, dass ich nicht reinverfalle und nur Narzisstin bin oder nur People-Pleaserin bin oder so. Das ist eine Waage. Und das ist, früher war das immer so, wenn mir jemand begegnet ist, der aus meiner Perspektive viel stärker ist, ist das passiert. Ich habe mich total unterworfen. Und wenn jemand mir begegnet, der aus meiner Perspektive schwächer ist, ist das passiert. Und ich bin voll in die übergriffige Art zum Beispiel gefallen. Und das habe ich immer mehr versucht anzugleichen. Es gelingt mir heute auch nicht immer, um Gottes Willen, ja, aber das versuche ich immer mehr anzugleichen, wirklich auf Augenhöhe zu gehen. Und dann auch sehr doll halt zu sagen, ich hatte letztens gerade wieder ein Gespräch mit einer Mediaagentur, wo mich die Ansprechpartnerin da so, ja, wie können Sie denn sowas einfach behaupten, so angegangen ist in einer Art und Weise, ne, nur weil ich gesagt habe, naja, also mit Fakten gekommen bin. Und da gehe ich halt auch da radikal transparent rein und sage, wissen Sie, das läuft hier irgendwie gerade in so eine Richtung, dass ich das Gefühl habe, wir sind gerade gegeneinander. Ich bin nicht gegen Sie, ne? Sie dürfen bei allem Nein sagen. Sie müssen nichts buchen bei uns. Und ich möchte nur gerne verstehen, was hier gerade passiert. So. Und damit nimmt man den Leuten eigentlich instant den Wind aus den Segeln. Und dann, und das ist der People-Pleaser-Anteil, sage ich mal, der da nicht widerspricht, sondern der eigentlich wieder auf eine Linie zurückholt. Auch das gelingt mir nicht immer, wenn mich jemand triggert. Dann kann es auch mal passieren, dass ich einfach sage, alles klar. Also ich habe letztens überlegt, wir haben bei der Bank gerade ein Konto eröffnet und die Ansprechpartnerin hat sich so derartig unverschämt mir gegenüber verhalten, dass ich schon überlegt habe, direkt wieder das Konto habe ich jetzt nur aus Ressourcengründen nicht gemacht. Aber sowas kann dann auch sein, dass ich dann einfach sage, dann gehen wir hier einfach ganz schnell wieder raus.
Ich entziehe mich mittlerweile viel schneller. Das ist etwas, was ich total gelernt habe, dass nicht jeder Konflikt lohnt, choose your battles. Nicht jeder Konflikt lohnt sich und so weiter. Und ganz häufig, wenn ich merke, mein Gegenüber hat gar keine Lust darauf, also eine Ex-Freundin von mir hat mich immer mal gefragt, hier Recruiting und so weiter ist doch dein Thema. Kannst du mir mal, ich habe folgende Frage, habe ich ihr die Antwort gegeben, die ich denke. Und sagt sie, nee, das ist ja total falsch. Dann habe ich gesagt, du, ist ja nur meine Meinung. Und hat die eine halbe Stunde auf mich eingeredet. Wir saßen dummerweise an einem Ort, wo man nicht irgendwo anders hin kann. Also auf dem Autozug nach Sylt. Und dann habe ich gesagt, ich springe hier gleich aus dem Auto. Ja, weil was soll ich denn mehr signalisieren, außer ich möchte diese Konversation jetzt nicht mehr und so weiter. Und da mich zu entziehen und nicht voll reinzugehen, zu merken, mein Gegenüber will das gar nicht. Ich glaube, der Großteil der Menschen will gar kein Feedback mehr. Also zumindest kein negatives Feedback. Und schon gar nicht von mir, die dann vielleicht in der Art und Weise nicht immer vorsichtig genug ist. Wenn man mich um Feedback bittet, deswegen zum Beispiel, ne, Ratschläge sind auch Schläge, musste ich lernen. Ich gebe keine Ratschläge mehr, ohne dass ich danach gefragt werde oder sage zumindest, ich habe dich total gern, deswegen sage ich jetzt was, was wahrscheinlich übergriffig ist und du darfst, musst nichts davon annehmen, ja. Aber ich mag dir das sagen, weil ich dich mag. Ich sehe Folgendes. Ne? So, ich ordne das dann ein und dann darf trotzdem gerne jeder sagen, nehme ich nicht mit. Das habe ich durch EO zum Beispiel gelernt, eine Entrepreneurs Organization, ein Unternehmerverband, wo ich war, wo du nie sagst, mach doch mal so und so. Sagst halt immer, aus meiner Erfahrung heraus kann ich nur sagen, ich habe es so und so gelöst. Man bleibt ganz doll bei sich. Deswegen gebe ich eigentlich ungefragt fast gar keine Ratschläge mehr, außer ich moderiere es an. Bei mir maßen sich aber witzigerweise sehr viele Menschen an, mir ungefragte Ratschläge zu geben. Und da bin ich eben stark im Danke, aber das darfst du gerne bei dir behalten. Super. Auch sehr spannend. Also ich fand gerade richtig interessant dieses Schaubild, was du beschrieben hast, wie du quasi, wenn jemand stärker war, wie du dich untergeordnet hast und schwächer, also ich mach's jetzt einfach so plakativ, ne, da in Genau. die Starke reingegangen bist und das jetzt lernst auszubalancieren, sodass du am Ende wiederum beide Seiten integrieren kannst und beides auch wieder so als Stärke ja am Ende des Tages mit einfließen lassen kannst in diesen Kommunikationsprozess, ja, der ja wirklich, also Kommunikation und was wir interpretieren und so weiter, ist ja wirklich echt immer der Dealbreaker oder Gamechanger, sage ich mal. Ich musste gerade so lachen, weil du mich in einigen Zügen so krass an meinen Mann erinnerst, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Also Das wirklich. passiert häufiger. Ja. Das ist total okay. Das ist also im Sinne von dieser Satz habe ich bestimmt schon so oft gehört, so, ja. Also willst du jetzt Feedback oder nicht? Ne, du hast doch gefragt. Also wir sind ja doch teilweise, also wir dürfen uns, glaube ich, selber immer fragen, möchte ich gerade inhaltlich wirklich Feedback haben oder möchte ich jemand, der Eine mir eigentlich nur Bestätigung. Ja, zustimmt? Ja. genau. Und das für sich selber vorher zu klären, gerade wenn man an sehr klare, meinungsstarke Menschen herantritt, hat auf jeden Fall unsere Ehe sehr weitergeholfen, kann ich nur sagen, ja. Und du Ja. nickst auch ganz stark, also du kennst es wahrscheinlich auch, selber, ne? Ja. Ich kenne das sowohl von mir mit anderen in der Kombination und so weiter, als auch ganz häufig. Deswegen werde ich häufiger mal auch als Mediatorin eingesetzt zwischen Männlein und Weiblein. Also ich bin immer mal Trauzeugerin gewesen, weil ich diese Ehe, wenn ich sagen, also die Beziehung wäre vielleicht vorher auseinandergegangen, weil Männlein und Weiblein ganz häufig unterschiedliche Sprachen sprechen. Und ich das kenne, weil ich eine ganz andere Sprache spreche als ganz viele andere Frauen und dennoch wieder eine andere Sprache spreche als Männern. Also das ist sehr komplex. Ne, aber deswegen, ja, es ist so, dass deswegen erwartet man aber auch häufig immer noch was anderes. Ja, total. Und wo wir gerade bei dem Thema, ja, also People-Pleasing und angemessene oder verträgliche Kommunikation sind, es geht da ja auch immer so viel um Anerkennung, ne? Also und da geht, das ist ja auch ein Thema, deswegen kommen ganz viele Frauen zu mir ins Coaching, ne? So ein Stück weit eine Abhängigkeit zu entwickeln von Anerkennung im Außen, ne? Also den Selbstwert, den eigenen Wert nach außen zu verlagern, ja, und dort quasi hinzustellen und zu sagen, wenn ich genug Anerkennung im Außen bekomme, über meinen Partner, über meine Arbeit, woher auch immer, ja, dann fühle ich mich okay, aber wenn das, also das erzähle ich, weil das meine eigene Story war. Ich habe das früher sowohl bei meinem Partner als auch bei meiner Arbeit gemacht, als ich dann ein Kind bekommen habe, unseren Sohn, und die Anerkennung im Außen wegfiel, weil ich nur noch Windeln gewechselt habe und Co., ja, da habe ich gemerkt, so, shit, ich kriege hier keinen Stream auf Anerkennung mehr. Mir geht es gerade richtig scheiße. Was glaubst du, was ist so deine Theorie, deine These, warum brauchen gerade wir Frauen dann doch oft, warum suchen wir so diese Anerkennung im Außen?
Weil uns das nicht beigebracht wurde, dass wir richtig liegen. Ich glaube, dass das ganz viel Sozialisierung in der Kindheit ist, dass wir wachsen nicht so auf, dass auch ich bin schon so aufgewachsen in der Theorie, dass ich alles erreichen kann und so. Und denn nichtsdestotrotz sind wir noch in einer ziemlich männerdominierten Welt aufgewachsen, wo Männer eigentlich recht haben. Ja, also jetzt wenn man pauschal jetzt plakativ das so machen will, ne, so. Papa hat das Geld verdient, Mama, also bei mir war meine Mutter immer berufstätig, hab ich Glück gehabt, ein ganz tolles Vorbild da zu haben, ne? Aber ich musste erst lernen. Und darüber, deswegen sage ich, ich bin zu, also wenn jemand über mich sagt, ich bin hart irgendwie oder ich habe hohe Ansprüche, der höchste Anspruch ist an mich selber. Und auch beim Thema Reflexion. Und ich sage immer, dass das, was man bei mir immer kriegt, ist, dass ich normalerweise weiß, wann ich falsch liege und wann nicht. In der Situation kriege ich es manchmal noch nicht hin, aber spätestens 2, 3 Stunden oder einen Tag später oder so, darf man bei mir auch immer mit einer Entschuldigung rechnen. Da bin ich übrigens wahnsinnig gut drin im Entschuldigen. Weil ich immer finde, jeder Mensch darf Fehler machen, aber ohne Entschuldigung ist es nicht in Ordnung. Weil nur dann kann man sich ja weiter bewegen. Nur dann ist ja dem anderen auch klar, dass er sich irgendwie doof verhalten hat. Und ich musste das erst ganz doll lernen, bei mir auch da wieder auszutarieren, wo denke ich denn überhaupt über mich selber, dass ich richtig liege? Finde ich denn, dass die anderen recht haben oder nicht? Und heute, glaube ich, weiß ich ganz gut, wir hatten vorhin gerade eine Situation im Management-Team, wo wir gesagt haben, irgendwie eine fand irgendwie, dass ich ein bisschen harsch war und so. Und dann habe ich so gesagt, welche Situation? Nee, kann ich leider sagen, er war komplett auf der Sachebene, war da und so weiter. Da bin ich mir dann auch sehr sicher. Und ich nehme total mit, dass es mit der anderen Person trotzdem was macht, um Gottes Willen, ja. Und wir müssen was tun gemeinsam. Aber ich kann sagen, kann ich an dieser Situation, könnte ich es nächstes Mal anders machen? Ja, bestimmt. Aber bin ich, es geht nicht um Schuld, ja, aber bin ich der ausschlaggebende Faktor in dieser Situation? Wahrscheinlich nicht. Und das ist eben, wenn dann der andere Part auch sagt, ah ja, finde ich spannend, dann kann man sich aufeinander zubewegen. Aber immer nur, und es ist halt so leicht, immer die stärkere Person als die darzustellen, die den Fehler macht und die den Fehler hat und die überhaupt falsch tickt und keine Ahnung was. Da musste ich für mich mein eigenes Bewertungssystem von mir selber entwickeln, dass ich auch weiß, was ist denn auch wie ich mich auch bei der Presse immer entscheiden musste, worüber rede ich, worüber nicht. Ich habe eben, wie gesagt, diesen super privaten Podcast gegeben und da sind noch ein paar noch privatere Dinge letztes Jahr passiert, die ich nicht geteilt habe, weil da meine Restraining Line so ungefähr ist, ja. Weil das ist etwas, da möchte ich nicht, dass das alle Menschen über mich wissen. So, und dieses Bewertungssystem für mich selber ist ganz gut, indem ich dann eben weiß, da lag ich auch wirklich falsch und dann gehe ich hin und entschuldige mich. Und wenn nicht, dann traue ich mich aber auch zu sagen, ich glaube, das liegt eher im Gegenüber. Nichtsdestotrotz können wir gucken, wie wir es gemeinsam gelöst kriegen. Super, super spannend. Also, und da kann ich auch nur total unterstreichen. Ich bin froh, die Parallelen, die ich bei dir jetzt gerade sehe, zu meinem Mann, auch da wieder, weil ich es ja eben privat sehr mitfühle und da auch übertragen kann, ist, ich hatte durch seine Klarheit und sein Feedback, wenn ich mich dann hinsetze, am Anfang war es so, nein, er ist schuld, weil er kommt hier gerade dominant herüber, stärker rüber, als ob er alles wüsste. Dududududu. Wenn ich mich dann hinsetze und reflektiere und mal wirklich zuhöre, was er mir eigentlich sagt, sind da, also Menschen wie du und wie er, ich spanne euch jetzt einfach mal über einen Kamm, wirkliche Goldstücke für die eigene Selbstreflexion. Hätte mich im Leben nicht so gut kennengelernt, selbst wenn ich da nicht auch offen gewesen wäre, da mal hinzugucken und über meinen eigenen Schmerzpunkt von, ich habe hier irgendwelche Mauern um mich rum, die versuchen mich zu beschützen, rüberzugehen und dann mal so ein bisschen an diesen Punkt der Wahrheit anzukommen. Und das habe ich auch bei dir gerade so gespürt, dass du dich sehr mit dir selbst auseinandergesetzt hast, um diesen. Weißt du, kennst du dieses Gefühl in dir selbst, wo du dann so ein Check-in machst und dann einfach hörst und spürst, was wahr ist? Total. Und ich mag auch manche Dinge an mir nicht, ja. Aber ich verzeih mir das. Ich verzeih mir, dass ich Fehler mache. Ich mache jeden Tag einen Haufen Fehler. Ich bin nur so radikal im Eingestehen dieser Fehler und so schnell im, alles klar, zack, dann auf geht's, kriege ich nächstes Mal besser hin. Und damit kommen auch ganz viele nicht klar, weil das müssten die ja dann selber auch können. Ja? Und dieses, dich überhaupt erstmal einzugestehen, dass du einen Fehler gemacht hast, mir fällt das total leicht, weil ich überproportional viele Dinge richtig mache. Kann ich bei den Dingen, die ich falsch mache, total, ja, macht total Sinn, dass du das scheiße gefunden hast. Das stimmt total. Hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Oder, ne, wo ich sage, aber warum hast du das nicht? Ja, hast du nie kommuniziert. Oh shit, dann habe ich das wohl nur in meinem Kopf gemacht. Tut mir leid. Ne? Es können ja manchmal ganz Kleinigkeiten sein, aber ja. Super. Und war das schon immer so? Hast du das gelernt durch den Prozess? Also konntest du das schon immer gut quasi zurücktreten und
Fehler zugestehen und auf welchem Fundament stehst du da, damit, auf welcher Haltung stehst du da, mindsetmäßig, damit du das kannst? Ich glaube, dass ich sogar viel zu viel das immer noch gemacht habe, dass ich immer, man lernt ja auch, du kannst nur bei dir Dinge verändern, nicht im Gegenüber und so weiter. Wenn man das verinnerlicht, dann gehst du ja immer in die Selbstreflexion und sagst, was kann ich an der Situation ändern? Und irgendwann bin ich da richtig abgedriftet, dass ich nur noch, also ich habe letztes Jahr eine ganz doofe Situation mit einer Mitarbeiterin erlebt. Das es sollte Ende des Jahres ein Jahresabschlussgespräch oder ein Jahresendgespräch geben. Und mein Vater ist Mitte Dezember gestorben und deswegen habe ich das ins nächste Jahr verschieben wollen. Und dann sagte die Mitarbeiterin, ja, aber bitte in die erste Januarwoche. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du dann da mit einer Kündigung stehst, dann lass uns lieber jetzt sprechen, weil das packe ich nicht. Mein Vater wurde am 8.1. beerdigt und dann packe ich das nicht. Dann lass uns bitte das danach machen oder jetzt. Und die sagte, nein, 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 geht nur um ein bisschen Optimierung. Ja, die saß dann am 3.1. Bei mir und hat gesagt, ja, sie geht. Und habe ich gesagt, hatten wir nicht darüber gesprochen? Wir haben doch Anfang des Jahres, Ende des Jahres darüber gesprochen, dass, hä? Was verstehe ich hier gerade nicht? Sagte, wieso, ich sitze hier nicht mit einer Kündigung? Ach so, okay. Ich sage ja nur, ich gehe. Semantics, ja, okay. So. Und in so einer verletzlichen Situation, und ich war sofort bei, oh Gott, was hätte ich? Und da habe ich einmal gesagt, nee, wer sich so wie ein Arschloch verhält, hat leider auch nicht verdient, dass man ihn dann, also, und das ist das, ich sage immer, don't fuck with the fuckers. Bin ein sehr, sehr, sehr netter Mensch, solange man mich gut behandelt. In dem Moment, wo man mir ans Bein pisst und sich da auch nicht, also böswillig verhält, sollte man lieber ganz schnell Reißaus nehmen. Weil ich habe alles in der Politik gelernt und alles, um Leute wirklich, und ich bin psychologisch gut ausgebildet und alles. Ne? So, da kann ich richtig unangenehm werden. Und da, weil dann auch meine Trigger anspringen und so, versuche ich immer, das kostet mich am meisten Energie. Deswegen, und das sind die Dinge, die ich zum Beispiel bei mir nicht mag. Ich wünschte einfach, ich könnte sowas liegen lassen und einfach sagen, komm, geh deines Weges. Das kriege ich noch nicht immer hin. Wenn mich jemand so richtig in den Werten triggert, aber so richtig, dann kriege ich es noch nicht hin. Und die Dinge mag ich an mir nicht, aber die Dinge kann ich ja versuchen, nach und nach zu verändern. Nicht alles auf einmal. Ich finde, in den letzten 10 Jahren habe ich schon eine ganz gute Entwicklung hingelegt. Ich liebe deine Einstellung. Können wir bitte mal ganz kurz Shoutout an dieses, ich muss noch nicht perfekt sein, ich bin Work in Progress und das ist auch gut so. Ich bin schon ganz schön weit gekommen. Also so Shoutout, dass das mal bitte unsere Einstellung auch werden darf, selbst so auf uns zu blicken und zu sagen, das kann ich, das sind meine Stärken, das kriege ich gut hin. Hieran habe ich schon gearbeitet, so weit bin ich gekommen und bam. Und ja, dann gibt es auch natürlich noch was. Wir sind, ne, life is a journey. Wir sind immer Work in Progress. Also da erstmal ganz großes, ja, danke, dass du da mal so eine klare Haltung vertrittst, weil ich finde das gerade total inspirierend, weil wir Frauen das einfach viel zu selten, wir sprechen viel zu selten so klar über beide Seiten von uns. Meistens ist es halt dann nur diese, ja, das kann ich noch nicht gut und du stehst da in deiner Klarheit und das finde ich großartig. Danke Ich habe dafür. gerade witzigerweise mit einer lieben Freundin, mit der ich aber auch, also wo ein Business-Kontakt zu einer Freundin geworden ist, gerade vorgestern zusammengesessen und habe all diese Dinge auch gesagt und vielleicht war wahrscheinlich noch in einer noch krasseren Klarheit, so, da bin ich echt gut und da, ne, und so weiter. Ich kann über mich auch sagen, in manchen Dingen bin ich brillant und besser als alle anderen, die ich kenne. Kann ich ohne Probleme sagen, ohne rot zu werden. Das sind nicht unendlich viele Dinge und ich kann ganz viele Dinge viel schlechter als alle, die ich kenne. Ja, das ist das Gegenmaß. So, aber sie sagte so, krass. Ich muss gerade selber erstmal ganz kurz, ich finde das gerade, bei ihr hat das was gemacht von, ist die, Alter, ist die überheblich? Und hat dann sofort umgeschaltet, weil die wahnsinnig weit auch ist, hat die sofort umgeschaltet und gesagt, nee, die ist einfach nur klar, wie krass geil ist das denn, dass die weiß, was sie kann und was sie nicht kann und so weiter. Das löst bei vielen Menschen auch aus, so nach dem Motto, sag mal, die alle Tassen im Schrank noch, die ist doch total größenwahnsinnig. Ja, aber genau das brauchen wir. Und das finde ich schön, dass du das hier für uns so stark und klar embodiest, um auch dieses Stigma aufzubrechen. Weil da müssen wir uns ja teilweise auch an die eigene Nase fassen, finde ich gerade unter Frauen, was wir dann über andere Frauen denken, wenn wir eigentlich eine Frau erleben, die in ihrer Kraft und in ihrer Stärke ist. Ne? So. Und deswegen finde ich es gerade sehr, sehr schön, dass wir dich so erleben dürfen. Und du hast vorhin schon kurz angesprochen, letztes Jahr war ziemlich schwierig und herausfordernd für dich aus verschiedensten Gründen. Du hattest Todesfälle in deiner Familie, dein Vater wurde, also ist gestorben im letzten Jahr. Gleichzeitig, du hast geheiratet, was ein schönes Erlebnis ist, aber gleichzeitig auch sehr emotional. Und du hast im Vorgespräch, hast du so ein bisschen, du hast dich beschrieben als jemanden, der eigentlich, du hast so eine unerschöpfliche Energie. Das merkt man ja auch. Du bist dynamisch, du bist super Energie. Ich denke halt gleich an dieses Duracell-Häschen, ne? Das irgendwie nie ausgeht, so, ja.
Und dann bist du durch eine Phase gegangen, die für dich sehr herausfordernd war. Und nimm uns doch mal damit, in diese andere Facette, wie bist du da umgegangen, vielleicht auch mit Emotionen konfrontiert zu sein und mit einer Energielosigkeit, die du so von dir gar nicht kennst. Wie war das für dich? Ich weiß gar nicht, ob ich so energielos war, aber also Energie im Körper ist eine Sache und Energie hier oben ist ja noch eine andere, ne? Und hier oben hat mir alles gefehlt einfach. Da war ich bin wie so wie ein Geist gefühlt für ein paar Wochen durch die Gegend gelaufen und ich habe einfach nur noch funktioniert, weil irgendwann die Wahl hatte auch zwischen ich manage meine Firma medium gut, also weil da gab es ganz viele schlechte Tage und ne, so und aber auch ganz viele Verletzungen, ja, dass mir ich habe meine Verletzlichkeit geteilt in der Firma, da haben Leute gekündigt, Frauen gekündigt, junge Frauen gekündigt, weil sie gesagt haben, sie finden es unprofessionell und das ist genau das Wort, was gefallen ist, unprofessionell, dass ich das teile. Ne, weil ich gesagt habe, ich hätte das gerne von euch weggehalten und so weiter. So, also da sind auch echt heftige Verletzungen passiert. Und wo ich die hingesteckt habe, ich habe keine Ahnung, ich habe nur gemerkt, ich habe null Resilienz mehr. Null. Ich bin sofort am Anschlag, ich muss permanent irgendwelche Atemübungen machen und keine Ahnung was, um irgendwie klarzukommen. Ich muss mich viel mehr rausziehen, ich brauche viel mehr Ruhephasen, ich muss mein Hirn ganz häufig betäuben. Ich habe viel mehr in der Zeit mal zum Glas Wein oder irgendwas gegriffen, um einfach den Kopf auszuschalten. Auch einer der Gründe, warum ich hatte mit meinem Vater 1,5 Jahre bevor er gestorben ist, keinen Kontakt. Also ich habe mich auch nicht verabschiedet in dem Sinne. Auch eine bewusste Entscheidung tatsächlich. Das ist sehr komplex im Trauern. Das wird etwas sein, was mich die nächsten Jahre noch begleiten wird. Ihr merkt, ich habe jetzt keine zitternde Stimme oder so. Gibt es auch Phasen, da toucht es mich emotional noch viel mehr. Auch letztens, immer wenn das schief geht zum Beispiel, ist es häufig so, dass ich zusammenbreche und denke so, oh Gott, oh Gott. Und dann holt es mich so ein. Das wird, glaube ich, ein jahrelanger Prozess, ehrlicherweise noch werden, weil mein Vater die Person ist, die mich im Leben wahrscheinlich am meisten geprägt hat. Und aber auch da gebe ich mir Zeit. Ne? Aber ich wollte irgendwann auf irgendwas anderes hinaus. Ich schweife heute die ganze Zeit ab, da musst du mich stoppen sonst. Nee, es ist sehr spannend, dir zuzuhören. Nee, also genau, die Frage war, also wie das für dich war, quasi dich mal so zu erleben in so einem ganz anderen, ich sag mal, Spooky, Zustand. ja. Ja, spooky, richtig spooky, weil war alles, was meine Superpower war, da hatte ich auf einmal keinen Zugriff mehr drauf. Und gleichzeitig kann ich nur sagen, ich glaube, dass alle, die mit denen ich gesprochen habe in der Zeit und so weiter, haben gesagt, pass auf, dass du nicht in Burnout rutscht und so weiter. Keine Ahnung, wo Burnout anfängt, wo Burn-On aufhört und ne, das ist alles ein fließender Begriff. Ich habe auf jeden Fall durch ein ziemlich heftiges Burn-On durchgearbeitet, weil ich die Wahl hatte zwischen, ich beende meine Firma, weil diese Firma ohne mich noch nicht funktioniert. Oder ich komme da irgendwie durch mit halber Power, halber Kraft und am Ende jetzt doch einem ganz guten Halbjahr, was ich dachte nicht, dass wir auch nur ansatzweise aus diesem Halbjahr plus minus null rausgehen könnten, sondern eher im di dicken Minus. Wir haben das irgendwie geschafft, auch dank vieler, vieler, vieler toller Frauen. Jenny habe ich vorhin schon zum Beispiel erwähnt, die mir da in der Zeit zur Seite gestanden haben, die auch einfach mehr in Verantwortung gegangen sind, die diese Not gespürt haben und einfach gesagt haben, so, wir gehen da jetzt mit dir den Weg durch, wofür ich wahnsinnig dankbar bin, weil ich es überhaupt nicht selbstverständlich. Ne? Jenny hat im Januar bei uns angefangen, ne? Und Januar war mein mit Abstand schlimmster Monat. Also von daher mit ganz viel Unterstützung, mit ganz viel, aber ehrlicherweise auch viel, also zum Beispiel mit dem Alkohol und so weiter, ne? Da hätte ich mir überall Sorgen machen können. Und dafür bin ich viel zu doll Kontrolletti und viel zu doll irgendwie, dass ich weiß, das ist nichts, wo ich aus Versehen reinrutsche, sondern dafür bin ich viel zu bewusst. Ne? So, da habe ich mir einfach mal gesagt, dann machst du dir jetzt einfach mal keine Sorgen. Und verzeihst dir einfach mal, dass du jetzt gerade auch mal irgendwo einen Ausgleich brauchst, ja? Also mal war es das Joggen, mal war es das Glas Wein und mal war es ein Gespräch mit einer Freundin. Aber ist eben situationsbedingt. Und da immer wieder auch zu sagen, sei mal jetzt gut zu dir selber, wenn du gerade das Gefühl hast von, du brauchst eine Pause, dann mag das in deinem Leben bisher vorher noch nie so gewesen sein, dass du die dann auch wirklich brauchst, aber jetzt brauchst du die. Und da habe ich mit den unterschiedlichen Anteilen, einem sehr guten Coach, mit dem ich da viel gearbeitet habe, mit den unterschiedlichen Anteilen in mir, die haben auch alle Namen und so weiter. Wenn man mich manchmal reden hört, könnte man mich auch ein kleines bisschen für Gaga halten. Aber da redet das kleine Kind dann mit der Erwachsenen, ja? So, und die Erwachsene hat in vielen Situationen, wo das kleine Kind geschrien hat, gesagt, ist okay, dann schrei jetzt noch mal eine Stunde. Das ist in Ordnung. Ja, so gönn dir das jetzt mal, dich eine Stunde. Ich war so wütend teilweise. Ja, so ich habe so eine Wut verspürt. Wusste gar nicht, wo die herkommt. Und so. Und gleichzeitig sind ganz viele Dinge auch einfach gegangen, von denen ich nicht. Also gerade dieses von außen bewertet werden, ist mit dem Tod meines Vaters ganz viel gegangen. Ja, also da ist ganz viel passiert von alleine, was ich überhaupt nicht einordnen kann. Aber eben auch immer wieder zu sagen, alles klar, diese Situation ist so herausfordernd wie noch nie in deinem Leben, ja. Mein Körper hat komplett versagt. Ich hatte permanent Kiefersperre, harten Nacken, Magen-Darm, keine Ahnung was. Nie so, dass ich eigentlich nicht hätte arbeiten können.
Aber so klare Signale von meinem Körper, hallo, hier bis hierhin und nicht weiter. Und da habe ich immer wieder dann auch gesagt, so, und jetzt, das hast du noch nie in deinem Leben erlebt, aber da kommt dann die Erwachsene und sagt, so, liebes Kind, jetzt gehst du ins Bett, auch wenn du keine Lust hast. Super. Also super, natürlich nicht, dass es so war, aber super, wie du So, damit umgehst, ne? die Erfahrung ist Also. schon eine, die ich gar nicht unbedingt missen möchte, auch wenn die Zeit die härteste und beschissenste in meinem Leben war. Was ziehst du daraus für dich mit? Was sind so Erkenntnisse? Also ich sag's mal so plakativ, wodurch hat diese Zeit dein Leben jetzt heute im Rückblick bereichert? Klarheit, auch da, auch diese menschlichen Verletzungen, auch da wieder zu sehen, dieses Gefühl von, ich verstehe, warum viele Führungskräfte da draußen nicht alles so ehrlich teilen, weil wir werden immer noch anders bewertet. Ich weiß nicht, ob ich das bin als Person oder Führungskräfte insgesamt, das kann ich natürlich immer nicht sagen. Ich glaube auch schon, dass ich so eine große Projektionsfläche bin und dass man selbst, wenn ich am Boden liege und weine, noch drauftritt. Das ist etwas, was ich dadurch, durch die letzten 9 Monate eigentlich so erfahren habe oder verstanden habe. Und viel mehr dadurch Themen bei Leuten lassen kann, die ich mir nicht anziehen muss. Das ist etwas, was ich sehr bereichernd, finde, dass ich klarer auch für mich noch in die Abgrenzung gegangen bin, weil ich eben in den schlimmsten Momenten mich Leute immer noch so behandle. In meinen schlimmsten Momenten und also oder in meinen schwächsten Momenten, nicht schlimmsten Momenten, sondern in meinen schwächsten Momenten. Und auch da, das Leben geht wie immer weiter. Die Welt ist wie immer mal wieder nicht untergegangen. Egal wie scheiße man sich in der Situation fühlt. Es gibt immer einen Ausweg und das ist das. Ich habe mich zweimal von Strive verabschiedet, mental. Habe gesagt, wenn die Firma jetzt daran pleite geht, dass ich diese Woche nicht ins Büro gehen kann. Also ich war nie eine ganze Woche nicht da, aber ich habe jetzt gesagt, wenn diese Firma, das war immer mein Leitsatz, wenn die Firma pleite geht, weil ich jetzt um 16 Uhr ins Büro gehe, dann muss sie pleite gehen. Und da habe ich, ne, bei einer Kündigung, weiß ich noch, hab ich gedacht, alles klar, wofür mache ich den ganzen Scheiß? Ich habe da keinen Bock mehr drauf, die behandeln mich alle nur so. Und dann bin ich natürlich ganz doll im Ich, armes, kleines Opfer und so weiter. Das kenne ich auch sehr gut, habe ich auch in mir den Anteil. Und da einfach immer wieder zu sagen, nee, dann ist es jetzt so. Wir haben zum Beispiel das ganze Eventgeschäft dieses Jahr komplett gekappt. Also alle Community-Events abgesagt, obwohl auch schon zwei mit dem Sponsor gesigned waren und so. Weil ich gesagt habe, nee, ich pack das nicht. Und wenn die Firma jetzt pleite daran geht, dann geht die daran pleite. Aber ich habe jetzt 15 Jahre meine mentale Gesundheit hinter meinen Job gestellt, hinter meine Glaubenssätze, wenn man so will. Und dazu bin ich nicht mehr bereit. Ich mache das in Teilen immer noch. Nochmal, das ist auch da durch einen Burnout, durch einen Fast-Burnout, wie auch immer, durchzumanagen, ist nicht das Schlauste, was du machen kannst für deinen Körper. Aber ich glaube, für mein Gesamtleben war es die beste Entscheidung. Und da aber vieles mitgenommen zu haben und auch einfach jetzt zu sagen, nö, also jetzt ich übergebe immer mal operative Verantwortung ins Team, weil ich auch gesehen habe, ich will in so eine Situation nie wieder reinkommen, dass die Firma so doll von mir abhängig ist, dass ich nicht mal, wenn ich morgen 3 Monate verschwinde, ist Strive pleite. Naja, 3 Monate vielleicht nicht, 6 Monate. Ja, so. Ich möchte aber, dass das geht. Weil das ansonsten auch allen Leuten, die sitzen alle da hinten, deswegen zeige ich da hin, weil ich den ganzen Leuten das Gegenüber auch sonst unfair finde, weil das ist dann eine Gefährdung derer Arbeitsplätze. Und was ich so schön daran finde, an deinen Erkenntnissen, die du gerade geteilt hast, ist wirklich auch wieder dieser innere Dialog, den du so sehr gut mit dir selbst gestaltest, ne? Also auch in diesen Momenten, wo es wirklich richtig hart ist und wo du dann eben spürst, dieses Bewusstsein hast, das ist jetzt gerade mein inneres Kind. Das ist quasi so der Anteil, der dann sich jetzt eben wie ein Opfer, hast du gerade, ne, so ein bisschen in die Rolle reinbegibt. Und was es jetzt aber braucht, ist eben nicht nochmal diese Verurteilung, ne, sondern dieses ich sehe dich, ich verstehe dich, ne? Also da auch Hut ab an deine, ja, an dein Coaching und auch an die Entwicklung, die du da einfach gemacht hast. Weil wenn wir diese Stimme in uns kultivieren, ne, das ist auch so ein Thema, mit uns dann in Güte umgehen. Und das habe ich bei dir gerade so die ganze Zeit gedacht, dieser Begriff, du bist so tough, du bist so stark, du kannst so viel wuppen, du hast so viel Power, so viel Dynamik und gleichzeitig hast du diese Güte gegenüber dir selbst, gegenüber deinen eigenen, dann ist es jetzt halt heute mal der Wein, ne? Auch da die nicht diese Selbst, so diese Selbsthingabe, dass man sagt, oh Gott, ich vergeißel mich jetzt und es ist so schlimm, dass ich das gemacht habe, sondern da in Güte mit dir zu sprechen. Das ist etwas, was mir die ganze Zeit so als Begriff eingefallen ist, als ich dir zugehört habe. Habe ich ganz doll lernen müssen. Deswegen, also ich bin dem Coach wirklich sehr dankbar. Der ist sehr teuer, aber ansonsten Dr. Steffen Elbert kann ich wirklich sehr empfehlen. Also wirklich sehr, sehr teuer.
Ex-BCG-Partner und Ex-Egon Zehner-Partner. Das heißt, der ist auch super schnell und ne, der hat mich so doll zwischendurch auch abgeholt und gesagt, haha, jetzt Frau Wolf, nochmal ein Stück zurück, wir sind schon wieder an der Tür vorbei. So, und mit dem habe ich etwas, ne, also ein guter Freund von mir ist jetzt hingegangen, weil er gesagt hat, okay, alles klar, wenn der Mann das mit dir hinkriegt, dann muss ich zu dem. Ich saß in einem Gespräch neben meinem 7-jährigen Ich. Und das klingt verrückter, als ich das jemals wollte. Ja? Ich hätte mir das niemals vorstellen können. Ich habe noch nie in meinem Leben meditiert. Ich habe, ne, und so weiter. Und ich saß wirklich gefühlt, nee, das ist ja nicht real, ja. Ich habe da keine Bilder oder kein Kind gesehen oder so, ne? Aber ich habe mich mental da wirklich reinversetzt, wie fühlt die Kleine und so weiter. Ich bin an dem Abend nach Hause gegangen und habe den ganzen Weg nach Hause geheult, also aber gelacht dabei, weil ich wirklich gedacht habe: krass, ich fühle mich zum ersten Mal in meinem Leben nicht mehr alleine. Und das hat mir ganz viel Güte gegeben, weil ich wirklich in diesem Zwiegespräch, weil ich die Rolle übernommen habe, die meine Eltern an manchen Stellen verpasst haben. Nämlich zu sagen, bei mir war schon eine 3 eher kritisch in der Schule als Note. Ne? So, und daher kommen diese ganzen Glaubenssätze. Ich muss perfekt sein und wenn ich wäre dann und ich kann alles schaffen und ich bin besser und ich muss auch permanent in die Competition gehen und ne, so. Kann ich mir jetzt immer mehr selber eigentlich als Erwachsene dem Kind zur Verfügung stehen und dadurch auch mehr sagen, ist in Ordnung, ich verstehe, ich höre dich und ich verstehe, warum du schreist. Das war auch echt ganz schön scheiße, was du da gerade erlebt hast. Und ich verstehe, dass das triggert zu früher und keine Ahnung was, ne, so. Und jetzt gucken wir aber mal ganz kurz, was ist denn gerade wirklich passiert. So, und das gelingt immer mehr und deswegen, das ist so ein Prozess. Immer wenn ich, auch bei allem, wo ich impulsiv oder ne, bin, ich habe das früher immer irgendwie, weiß ich nicht, 2 Tage danach, dann war es irgendwann ein Tag danach, dann war es irgendwann kurz nach der Situation. Und bei ganz vielen Themen ist es so, dass ich es mittlerweile entweder in der Situation merke, dass ich gerade nicht gut bin, oder sogar schon vorher merke, dass ich eine Anspannung habe und dann eben in Atemübungen gehen kann und so weiter. Das ist bei mir immer, wenn der Puls hochfährt und so. Ich hatte hier zum Beispiel, hatte ich ein Gespräch vorher, wo ich, und Christine, du bist sehr geschult, deswegen es würde mich nicht wundern, wenn du es gemerkt hast, dass ich im Vorgespräch viel angespannter war als jetzt. Das ist, weil ich aus einem Gespräch oder aus einer Situation komme, die mich total angespannt hat und wo ich merke, alles klar, wenn ich mit der Energie jetzt gleich in das Gespräch gehe, dann macht das niemandem Spaß. Sehr schön, dass wir dich da abgeholt haben und die Energie geschiftet haben. Ja, es ist wahnsinnig. Also ich könnte mit dir noch 3 Stunden reden, wirklich. Also es ist so spannend. Ich habe noch ungefähr 10 offene Tabs in meinem Kopf, wo ich noch mal gerne tiefer einsteigen würde. Wir können das super gerne auch noch mal wiederholen. Also ich stelle dir gleich noch einmal meine Abschlussfrage. In der Zwischenzeit bitte ich schon mal euch, oder was wir, glaube ich, alle total spannend finden hier, schreibt doch mal in den Chat rein, was war so die eine Sache, die ihr für euch aus dem Gespräch mit Katharina und Ja, das würde ihrer mich auch interessieren. Einstellung, ne, was ihr mitgenommen habt. Ja, Und dafür. gerne auch, wenn es was Negatives ist. Ich lerne wirklich gerne. Ja, ich glaube, das haben wir wirklich als Embodiment hier vor uns gesehen, dass du sehr offen bist, was in beide Richtungen, was ich super, super erfrischend finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also habe ich selten so viel Frische erlebt und freue mich total über dieses Gespräch. Und was mich interessiert, wenn, da bist du ja jetzt auch schon geschult darin, dir das visuell vorzustellen, ja, wenn du dich mal an das Ende deines Lebens hinbeamst und hin zu deinem 90-jährigen Selbst. Und du stellst dir vor, du triffst sie vielleicht, sie kommt dir an einem Strand entgegen, dein 90-jähriges Selbst, sie ist wunderschön, hat schöne graue Haare, vielleicht färbst du die auch noch, je nach Präferenz, Mal ja. gucken. Aber sie kommt dir auf jeden Fall entgegen und sie hat so ein Funkeln in den Augen und sie blickt dich an und du merkst einfach so, wow, diese Frau hat ein wahrhaftiges Leben gelebt. Worauf ist sie stolz und was würde sie mir über ihre Erfolgsdefinition, was bedeutet, was ist ein erfolgreiches Leben für sie gewesen? Erfolg, ich habe früher immer gesagt, Erfolg ist für mich eigentlich, oder Geld ist die Währung von Erfolg. Ich glaube, mein Erfolg ist heute eher Freiheit. Ich glaube, oder mein Luxus vielleicht auch, ja, ist Freiheit. Und ich glaube, wenn ich mit 90 würde ich gerne auf ein Leben zurückblicken, in dem ich ganz viel erlebt habe. Ich habe mein Leben lang schon ganz viel erleben dürfen, deswegen das reicht eigentlich schon für 3 Leben wahrscheinlich. Aber das würde ich gerne weiterhin gerne viel erleben und ich würde gerne möglichst viele Menschen auf diesem Wege irgendwie, also alles, was ich gelernt, also ich empower wirklich gerne, ich gebe gerne Learnings weiter. Und wenn ich das Leben von ein paar Menschen verändert habe, dann glaube ich, durch meine eigenen Learnings, dann hat sich das Learning für mich doppelt und dreifach gelohnt, nicht nur für mein eigenes Glück, sondern vielleicht auch, wenn man was mitgeben kann.
Also das hast du auf jeden Fall, dein Lebensziel hast du heute auf jeden Fall schon geschafft. Ich lese gerade im Chat mit und du hast ganz, ganz, ganz vielen Menschen hier heute schon mehr mitgegeben. Anja Muss selber schreibt, mal scrollen gerade. ja, genau, es ist Ja. sehr schön. Also ganz viel radikale Klarheit. Marie-Christine schreibt Klarheit, absolute Klarheit mit sich und anderen. Erfrischend, wunderbar. Choose your battles. Ich bin Work in Progress, wird mein neuer Leitsatz. Sehr schön. Key Learning ist Tonalität versus Information. Ja, Ja. auch mega. Silke schreibt, mach dir deine Superpower bewusst und sprich auch stolz darüber. Yes. Christiane schreibt, bewusstes und klares Raushauen von Wahrheit. Niemand hat etwas davon, wenn wir schön reden, dem anderen zuliebe. Die Sandra schreibt, Hamburger Schnauze. Hört man das so, dass ich aus Hamburg komme? Ich dachte immer, ich kann das ganz gut verbergen. Nein, anscheinend nicht. sehr schön. Sandra schreibt, ich bin gerührt, ich finde dich lieb, habe aber auch Angst vor deiner Energie. Das kann ich gut nachvollziehen. Das geht vielen so. Ja, da bist du nicht alleine, genau. Ja, aber auch spannend, dabei sich selber einzuchecken, ne? Und zu gucken. Und beide Seiten werden wahrgenommen, wieder die Energie und auch Ja. diese, ne, dieses liebevolle, diesen Anteil, den du auch in dir trägst. Genau. Ich gebe keine ungefragten Ratschläge mehr. Gute Statements. Ja, diese totale Selbstakzeptanz beeindruckt mich und gibt mir Kraft. Sehr schön. Katrin schreibt, wie wichtig Selbstreflexion ist. Oft nimmt man sich im stressigen Alltag dafür keine Zeit und agiert blind. Ja, absolut. Ja, toll. Kat schreibt, wie Als wichtig Schwabe ist. hört man es ja, okay, jetzt, mein Mann ist auch Schwabe, von daher, bei dem hört man es auch nicht, Gott sei Dank, aber naja, gut. Nehme ich mit. Gut, ja. Und die Anteilarbeit, wie wichtig und befreiend sie ist, mit den Anteilen zu arbeiten. Sehr schön, Ratschläge sind Schläge. Ja, also ganz, ganz, ganz viel Bereicherung mit dabei. Und ich möchte dir ganz gerne noch den Raum geben, denn du hast ein Angebot gerade für unsere Community auch, dieses, also das Strive-Magazin zu abonnieren. Da hast du gerade ein Special mit dabei. Und ich möchte dir da gerne nochmal den Raum geben, weil, ja, wie gesagt, es ist ein großartiges Magazin von einer großartigen Frau herausgegeben. Ich habe vielleicht sogar überlegt, also kauft euch bitte alle ein Abo, wenn ihr Bock habt, Female Empowerment zu unterstützen, sind 60 Euro als Einsatz wenig. Dafür könnt ihr unsere Arbeit ganz doll unterstützen. Aber ich finde vielleicht viel spannender, weil ich jetzt auch von ihm erzählt habe und so. Wir haben dieser Coach, der mit mir zum Beispiel gearbeitet hat, der ist Teil unseres Leadership-Programms oder dieses Weiterentwicklungsprogramms Becoming CEO. Von daher, wenn sich dafür, der ist in Hamburg Dozent, falls sich jemand dafür interessiert, schreibt mir gerne kurz per LinkedIn oder so, dann machen wir da gerne auch einen schönen Rabatt irgendwie möglich. Aber weil wir heute so viel über Weiterentwicklung gesprochen haben, finde ich das vielleicht sogar noch schöner, Becoming CEO dann nochmal ins Spiel zu bringen für euch und eure Weiterentwicklung. Häufig zahlen es auch übrigens die Arbeitgeber. Und da nicht nur, also das Abo ist die Einstiegs Droge, sage ich immer. Und danach gibt's dann noch schönere andere Produkte. Ja, super. Genau. Ich sehe auch schon im Chat, einige sind auch schon seit einiger Zeit abonniert. Sandra Ah, ja, schreibt wie auch schön. Danke für Ja, toll. Strive. Ja, also Ja, richtig, toll. richtig schön. Ich kann es auch nur empfehlen, jetzt auch für den Sommer. Wunderbar. Und auf die Weiterentwicklung verlinke ich auch gerne morgen in der Mega gerne. Ja. Aufzeichnung. Genau, und ich habe auch am Ende noch was für euch, und zwar startet im Oktober auch wieder mein Selbstführungstraining für Frauen We Love Mondays. Da gibt es gerade einen Sommerrabatt für 500 Euro. Da werde ich euch auch noch mal morgen alle Infos zuschicken. Und da machen wir viele innere Arbeit, so ähnlich wie Katharina das auch beschrieben hat. Wir gucken uns innere Anteile an. Und es Cool. geht eben wirklich da explizit darum, sich selbst besser kennenzulernen und sich von innen heraus zu stärken. Da kriegt ihr dann auch alle Infos morgen. Ansonsten könnt ihr gerne auf meiner Webseite nachgucken, christinemünch.com. In der Navi gibt es dann We Love Mondays und euch das anschauen. Und ich denke, eines der beiden Programme könnte es für euch werden dieses Jahr. Und Sind ja vielen unterschiedlich genug, das ist ja das Schöne. total. Ja, ja, Genau, also ich ja, glaube, sie sind ja. unterschiedlich genug. Genau, Becoming CEO richtet sich natürlich vor allen Dingen explizit auch an, ne, an Führungskräfte, an genau, an das thematisch. Deswegen glaube ich auch perfekte Ergänzung. Und an der Stelle bedanke ich mich, dass wir hier gemeinsam die Mittagspause verbracht haben. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke für euren tollen Kommentare und Feedback im Chat. Danke an dich, Katharina. Es war wirklich was ganz Besonderes. Ich bin dir sehr dankbar für deine Offenheit, deine Transparenz und vor allen Dingen auch deine
Klarheit und dass du genau so bist, wie du bist. Ja, also vielen Dank für dein Sein, für deinen Einsatz, was du tust und für deine klare Meinung in diesem Raum, der oft nicht so klar ist. Da stichst du auf jeden Fall, ich meine das sehr im Positiven besonders heraus und ich bin sehr dankbar dafür. Vielen, vielen Dank. Auch viel, Sandra, habe ich gerade gelesen, ne? Bleib so tapfer und so. Vielen Dank für eure lieben Worte auch. Das bedeutet mir immer ganz, ganz viel, wenn Leute auch sich auf meine Seite versetzen können. Ja, sehr schön. Damit verabschiede ich uns. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Macht's gut, passt gut euch auf. Lasst das Gespräch gerne nochmal nachwirken und wir hören uns dann morgen nochmal per E-Mail, wenn ich euch die Aufzeichnung zuschicke. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, vielen Dank, Tschüss. Christine. Ciao. Danke.